Alright, okay, let's watch this one. Breaking news. Ronaldo is becoming Freigabe, so pretty much I think he's transfer listed. So, let's see it. Das ist heute so ein Tag, an dem ihr wisst, ja, Team Evil bringt heute 8 Videos über Cristiano Ronaldo. Nein, Spaß beiseite, Freunde, aber heute könnte es wirklich voll werden. Es geht nämlich los. Manchester United soll die Freigabe erteilt haben für Cristiano Ronaldo. Zuvor hat man gesagt, ey, er soll doch bitte bleiben. Jetzt hat man wohl die Meinung geändert. Es ist irgendwie zu viel Drama drumherum. Und deswegen haben sie jetzt ein Jahr wohl gegeben zum Wechsel, wenn man denn dasselbe Geld bekommt, was man damals an Juventus Turin bezahlt hat. Und jetzt geht auch schon das erste Angebot ein von Chelsea. Angeblich sollen die ungefähr 15 Millionen bereit gemacht haben für ein erstes Angebot. Chelsea scheint der klare Favorit zu sein. Das berichten die englischen Medien, viele Reporter dort. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, dass Ronaldo eigentlich noch für United weiterspielt. Zu sehr scheint jetzt das Tischtuch zerschnitten zu sein. Er kommt auch nicht ins Training. Gut, anscheinend private Gründe, das kann man jetzt nicht so verifizieren, ob das wirklich so ist. Aber es erscheint gerade nicht und die Fans werden immer wütender, auch auf Cristiano Ronaldo, muss man auch ehrlicherweise sagen. Jetzt könnte es sein, dass United sagt, okay, wir wollen jetzt hier keinen Stress, wir wollen einen Umbruch mit Erik Ten Hag und der wäre vielleicht auch besser mit einem nicht 37-jährigen Stürmer. Wir lassen ihn gehen. Und wenn Chelsea sagt, okay, wir brauchen jemanden, der viele Tore schießt, Lukaku ist weg, Werner, naja, komm Ronaldo, komm her nach London und dann schauen wir mal, was du hier anstellen kannst. Ich fände, das wäre für alle eigentlich so eine Win-Win-Situation. Eure Meinung in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns später wieder und denkt, den Ball richtig flach. Ronaldo to Chelsea, I find it weird. I know a lot of Chelsea fans, but Ronaldo to Chelsea, I don't know, I don't see him in the blue kits. It's kind of weird, but hopefully he's not going to change, because I want him to see one more year in Manchester United. But yeah, it is what it is. Nice, good video.